Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebrauchvideo für den Monat August. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Normalerweise kommen Aufgebrauchvideos immer Ende des entsprechenden Monats, aber mir ist da leider ein Unglück passiert. Ah! Oh my God! Oh shit! Oh no! Hintergrundgeräusche sind in diesem Video möglich. Meine Kinder sind zu Hause und es hört sich immer sehr dramatisch an. Aber nein, wir spielen nur miteinander und alles ist gut. Legen wir einfach mal los. Und zwar mit dem Balea Duschgel. Das war, ja, Bahama Dreams mit Kokos und Frangipani Duft. Das ist ein ganz tolles Duschgel gewesen. Das habe ich im letzten Jahr gekauft. Eine LE habe ich in diesem Jahr aufgebraucht und es riecht einfach nach Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Strand, Meer, Urlaub. Und wenn es das noch zu kaufen gäbe, würde ich es mir auf jeden Fall holen. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht von Yves Rocher und zwar das Mon Noir de Tahiti für Haare und Haut und ja, ich fand den Duft wunderbar. Dieser Duft riecht auch wieder wunderbar nach Urlaub, Strand, Sonne, Meer und ja, ich habe den Urlaub aufgebraucht. Das war wirklich wunderbar. Man konnte es für die Haare anwenden, für den Körper und von daher war es eigentlich ein Two-in-One-Produkt, was ich mitgenommen habe. Da war aber noch ein Schluck drin und deswegen habe ich mir gedacht, verschwendest du nichts, nimmst du das wieder mit nach Deutschland, brauchst du den Rest auf und schmeißt es dann weg. Würde ich auf jeden Fall immer wieder nachkaufen, allein schon wegen dem Duft. Verrückt, oder? Auch im Urlaub aufgebraucht habe ich das Garnier Wahre Schätze, eine Tiefenpflegemaske mit Argan und Kameliaöl für trockenes Haar. Ich habe es im Urlaub angewendet, alle 2 Tage, um meine Spitzen so ein bisschen zu nähren, wegen der Sonneneinstrahlung, Salzwasser und so weiter. Ja, ich werde es mir nicht nachkaufen, weil ich einfach von Garnier wegkommen möchte. Und von daher, man kann es zwar empfehlen, wer Garnier-Produkte mag, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen, vom Duft her, von der Pflegewirkung her, aber ich selber kaufe es mir nicht mehr nach. Das Balea Rasiergel Peach Love habe ich aufgebraucht, mag ich, mochte ich immer, habe ich eigentlich immer genutzt und werde es auch wieder nutzen. Weil letztens hat meine Schwester die Empfehlung ausgesprochen, das kann ich auch genauso gut mit Duschgel machen, Beine rasieren und nee, kann man nicht. Also ich finde, das funktioniert mit diesem Rasiergel einfach besser oder mit Rasiergel allgemein besser. Und von daher, ich habe auch schon eine neue LE gekauft vom Balea Rasiergel, ich glaube mit Passionsfrucht. Werde ich dann gleich mal hier irgendwo einblenden. Balea Rasiergele gibt es ja immer in Limited Editions, das heißt, es kommt immer mal wieder eine neue Duftrichtung raus. Die andere Duftrichtung geht dann aus dem Sortiment und ja, das kann man die also nicht mehr nachkaufen, aber es würde ich immer wieder nachkaufen mit anderen Duftrichtungen. Dann haben wir hier von Bilou Cotton Candy pflegender Cremeschaum. Der war mal in einer Glossy Box drin. Ich würde es mir niemals nachkaufen, weil ich finde, es steckt einfach ein zu großer Hype um diese Bilou Produkte und ich merke schon, dass meine Töchter davon auch schon angefixt werden durch Freundinnen, die sich dann solche Dinge von ihrem Taschengeld kaufen, weil es einfach Bilou ist. Ich finde persönlich, dass dieser pflegende Cremeschaum, der hat nicht gepflegt. Ja, und einfach die Tatsache, dass es für den Preis doch eigentlich nichts bringt. Steinigt mich, aber das ist meine Meinung. Dann habe ich hier ein Badesalz von Tedecept. Badesalz Cool Down nennt sich das. Es ist sieht aus wie so ein Eisbecher. Und in diesem Eisbecher waren dann 2 von diesen Tütchen und in diesen Tütchen waren dann halt diese grobkörnigen Badekristalle. Vom Duft her war das sehr schön erfrischend, der Duft der Limette, genau. Und es ist eine LE, aber ich glaube, das gibt es immer noch. Ich habe es bei Rossmann gekauft
Und ich würde mir nicht nochmal nachkaufen, weil mir das hier irgendwie zu wenig Schaum geliefert hat. Also der Duft war super, aber irgendwie hat mir das so nicht, hat mir nicht so gut gefallen. Wovon ich persönlich sehr begeistert bin, ist dieses Glanzshampoo von Fair Organic, von I+M Berlin. Das ist eine Naturkosmetikfirma und dieses Produkt ist vegan und es ist nicht günstig, muss ich sagen. Das war nämlich in der Vegan Beauty Basket. Ich habe ein Unboxing dazu gemacht, da könnt ihr euch hier oben anschauen. Genau da oben. Ich glaube, das kostet so um die 10 Euro, meine ich. Aber allein schon der Duft, das war sehr schön zitronig. Die Pumpvorrichtung fand ich auch sehr gut. Das haben hauptsächlich meine Kinder verwendet. Und ich auch, ja, aber meine Kinder hauptsächlich, weil sie damit einfach sehr gut umgehen konnten. Sie haben es sehr gut vertragen, sie konnten sich das selber da so auf die Hand pumpen und es war sehr ergiebig, fand ich. Also wirklich, ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen. Da gibt es auch verschiedene Duftrichtungen von, ich glaube 2 oder 3 andere. Man kann die Pflegewirkung jetzt nicht vergleichen mit silikonhaltigen Shampoos, ne? Also es ist ja eine Naturkosmetik und ich fand aber, es war im Vergleich zu anderen Naturkosmetik-Shampoos wirklich sehr, sehr gut. Ja, also ich werde es mir nachkaufen. Ja, dann habe ich hier noch von Dresdner Essenz Pflegebad aufgebraucht. Im Urlaub hatten wir keine Badewanne, sondern eine Dusche. Und ja, dann habe ich die einfach angewendet nach dem Urlaub. So ein bisschen, wir hatten noch das Meer. Aber trotzdem, Badewanne ist halt was anderes. Die kaufe ich mir eigentlich immer nach. Hauptsächlich das hier, das liebe ich, Tag am Meer. Ich habe hier eine Maske ausprobiert von Montagne Jeunesse. Tuchmaske mit Teebaumöl. Fand die eigentlich gar nicht gut. Sie soll belebend sein und so ein bisschen stimulieren. Hat sie auch gemacht, aber ein bisschen zu viel, weil diese ätherischen Öle, die sind mir dann in die Augen gestiegen. Also der ganze Dampf. Du hast die Maske aufgelegt und dann merktest du schon, obwohl der Abstand der Augen, also der Aussparungen von den Augen, ne, wenn ihr wisst, was ich meine, groß genug war, trotzdem stiegen dann halt die ätherischen Öle, die Minze oder was ist da, Teebaumöl und Minze, genau, grüne Minze in die Augen und dann fingen die, das war sehr unangenehm, dann fingen die Augen an so ein bisschen zu tränen und ich habe durchgehalten diese 10 Minuten und von der Wirkung her fand ich sie auch nicht so prickelnd. Also es war eher unangenehm. In der Glossy Box war mal dieser Schwamm und ja, nennt sich Foamy. Ich hatte die Version Aloe Spa. In diesem Schwamm ist dann, da sind so Seifenstücke drin oder Duschgel-Seifenstücke. Auf jeden Fall feste Stücke, fühlt sich an wie Seife und die waren da drin eingearbeitet. Und man hat geschäumt, man hat mit dem Schwamm die Haut aufgeschäumt, kam sehr, sehr viel Schaum raus und es war wirklich ganz, ganz toll mit diesem Dinge seinen Körper einzuseifen. Allerdings finde ich für den Preis, ich glaube um die 7 Euro, 8 Euro, war es ziemlich schnell aufgebraucht. Der Schwamm ist auch nicht sehr, also es hat schon einen Peeling-Effekt. Der Schwamm ist sehr, sehr grob, finde ich. Meine Kinder haben damit auch so ein bisschen rumgespielt und die haben gesagt, die können das nicht haben auf der Haut. Ich fand eigentlich so von der Wirkung her sehr gut, aber es war
zu schnell aufgebraucht, meiner Meinung nach. Und von daher, es ist kein Nachkaufprodukt, aber den Schwamm werde ich trotzdem weiterhin anwenden. Aussortieren werde ich das Ultra Sun Face Moisturizing Anti-Aging Sun Protection. Also ein Sonnenschutz, den ich gerne und oft verwendet habe im Urlaub. Lichtschutzfaktor 50, ja, wasserresistent. Es war sehr gut. Also ich konnte das wirklich sehr gut haben auf meinem Gesicht. Es war sehr leicht. Ich würde es mir auch wieder nachkaufen und es ist auch nicht leer, weil ich muss es leider abgeben bzw. in den Müll schmeißen, weil die Verpackung kaputt gegangen ist und dieses Produkt nicht mehr in seiner Verpackung bleibt und ich weiß nicht, wie lange das dann noch haltbar sein wird. Von daher, es ist auf jeden Fall eine Weiterempfehlung und kaufe ich mir dann auch für den nächsten Sommerurlaub nach. Isana Clean and Care ölhaltiger Augen-Make-up-Entferner. Das war so ein Zwei-Phasen-Dinge, ne? Eine durchsichtige Flüssigkeit und eine blaue, dunkelblaue. Mit Ginkgo und Aloe Vera für jeden Hauttyp entfernt auch wasserfestes Make-up. Ja, ich konnte es leider nicht vertragen. Also es ist auch vegan. Ja, ich konnte es nicht vertragen. Es hat wirklich gebrannt in meinen Augen. Ich habe es auf ein Wattepad getröpfelt und dann bin ich dann über meine Augen gegangen und es war mir einfach, wie soll ich sagen, zu ölig, zu... Es hat halt nicht so gut entfernt, wie ich es mir erhofft habe, wie das Garnier Micellenwasser All-in-One, diese gelbe Variante. Ich würde mir nicht nochmal nachkaufen, weil ich das einfach nicht vertragen habe. Aussortiert wird das Yves Rocher Monoir de Tahiti traditionelles Tiare-Öl. Genau, Tiare-Öl. Der Duft ist ganz toll, also der Duft ist auch genau meins, aber ich habe es nach der vierten, fünften Anwendung aussortieren müssen, weil ich meine Haut es nicht mehr vertragen hat. Also ich habe es auf meinen Körper aufgetragen und ich merkte schon, irgendwas fängt an richtig derbe zu jucken am ganzen Körper. Und ich habe es nicht vertragen. Erste Mal habe ich es gut vertragen, zweite, dritte Mal auch, aber dann ging es los. Irgendwie hat meine Haut sich dagegen gesträubt und von daher werde ich es weitergeben. Dann habe ich hier die Gigi Hadid Mascara, Fiber Mascara aufgebraucht. Beziehungsweise ich muss sie leider abgeben jetzt. Bin ich auch sehr traurig drüber, weil ich sie richtig, richtig toll fand. Die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Oder vielleicht auf Amazon oder so. Muss ich mal schauen. Aber ich fand die richtig, richtig gut. Die hat meine Augen, mein Wimpern, Volumen gezaubert, Länge. Es war richtig toll. Das ist halt dieses Zwei-Phasen-Dinge. Beziehungsweise die eine Seite ist halt mit Farbe getränkt, die andere Seite mit diesen vier Fiber, mit diesen, wie nennt man die? Fasern. Und man musste erstmal die schwarze Farbe auftragen, dann die Fasern auftragen, dann wieder die schwarze Farbe. Und ich bin da am Ende immer durcheinander gekommen. Und zwar habe ich die beiden Deckel eben abgemacht. Und dann habe ich meine Augen dementsprechend getuscht und dann habe ich aus Versehen die schwarze in das Faserpöttchen reingetan und das weiße dann in die Farbe und ja, irgendwie hat sich dann hinterher alles verklebt und also es war nicht mehr zu retten. Also ich bin da wirklich sehr, sehr traurig drüber. Die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Mache ich das jetzt wieder richtig? Fasern, ja. Die würde ich nachkaufen, kann ich weiterempfehlen und ich muss mal schauen, ob ich die noch irgendwo bekomme. Die ist übrigens von Maybelline. Und dann habe ich hier noch einen Eyeliner von der Firma Flex Fiance oder Fix
Firenze. Ich blende es einmal hier oben ein, weil man kann es hier nicht mehr erkennen. Die Schrift ist nämlich abgegangen. Und ich habe die sehr, sehr gemocht. Allerdings, das ist ja ein Filzstift-Eyeliner quasi. Die Spitze war auch wunderbar geformt. Ich konnte damit sehr gut umgehen. Ja, aber die ist halt zu schnell trocken geworden. Man musste also quasi diesen Filzstift-Eyeliner immer so hinstellen, damit das ganze Produkt in diesen Filzstift vorne reinläuft. Und wenn man dann einfach zu lange den Stift so gehalten hat, dass das Produkt wieder nach hinten läuft, dann konnte man nicht sehr lange damit herummalen. Von daher, ich kaufe mir nicht nach, weil ich einfach andere Eyeliner austesten möchte. Aber es war nicht schlecht. Jo, und dann hier noch ein Haushaltsprodukt, was ich empfehlen kann. Das ist von Lenore, der Weichspüler, den liebe ich. Also der Duft, das ist die Duftrichtung April frisch, den liebe ich. Also die Wäsche riecht danach wunderbar, wenn sie dann aus der Waschmaschine kommt und danach aus dem Trockner. Es gibt ja auch diese Trocknertücher, die ich gerne benutze, auch in der Duftrichtung April frisch. Und wer den Duft von frisch gewaschener Wäsche mag, der ist mit diesem Lenore April frisch sehr, sehr gut bedient. Also das kaufe ich immer nach. Geschafft! Das war mein Aufgebrauchsvideo für den Monat August. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!